Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Kalte-Hände-Regelung? Die Kalte-Hände-Regelung bedeutet, dass wenn ein Unternehmer Umsätze im Freien hat, typisches Beispiel der Christbaumverkäufer, am Christkindlmarkt entstand, der Maroni-Verkäufer, der Eisverkäufer und dergleichen. Wenn diese Unternehmer Umsätze im Freien haben, brauchen sie keine Kasse, sie brauchen keinen Beleg hergeben, aber nur dann, wenn der Jahresumsatz unter 30.000 Euro ist.